Hallo, hier ist wieder euer Blümchen. Und wie immer beim Glockenblumenschmaus. Wie im letzten Teil versprochen, erzähle ich euch heute von meinen ersten Tagen, Wochen und Monaten. Nach meiner Geburt kam ich sofort in dieses Babygehege. Es ist ein Beckmann-Frühbeet Typ Allgäu. Da ich das ganze Jahr im Freien bin, braucht es auch kein teures UV-durchlässiges Frühbeet zu sein. Eine geniale Idee und die Bereitstellung der freundlichen Mitarbeiter beim Hersteller haben das Frühbeet in ein Gehege verwandelt. Die Deckel wurden zusätzlich noch einmal ohne Scheiben geliefert und mein Mensch hat statt der Scheiben Gitter eingebaut. Sie wurden in der Mitte etwas stabilisiert und dann mit Silikon befestigt. So konnte ich in diesem Gehege bleiben, auch im Winter. Wichtig ist, dass am Boden das Gehege blickdicht ist. Sonst würden wir immer versuchen, durch die Scheiben zu laufen und hätten ständig Stress. Übrigens überwintern manche Schildkrötenbabys in der Natur gleich in ihrer Eigrube, ohne jemals etwas gefressen zu haben. Ich weiß nicht, warum Züchter oder auch Händler von einer Starre im ersten Winter abraten. Die haben absolut keine Ahnung. Womit wir zum Risiko der Höckerbildung kommen. Höcker entstehen durch falsche Haltung. Die Wachstumszonen trocknen ein oder wachsen zu schnell. Lampen, die den Panzer ständig aufheizen, sind hier besonders zu erwähnen. Sie erhitzen den Panzer spottmäßig nur an einer Stelle. Der Panzer ist ein lebendes Organ. Auf dem Knochenpanzer wachsen die Hornschilde. Ein langsames Wachstum sorgt für Festigkeit und Glätte. Dafür braucht es genügend Feuchtigkeit, abwechslungsreiches Wildfutter, Kalk, Witterungseinflüsse und nächtliche Abkühlung. Wir Schildkrötenbabys lieben es, im Vegetationsdschungel zu wohnen. Dort sind wir vor Feinden und der prallen Sonne geschützt. So ist es auch in meinem Babygehege gewesen. In dem Alter, in dem jetzt meine Halbgeschwister sind, bin ich dann in das Jungtiergehege umgezogen. Auch hier ist alles schön verwildert und geschützt. Der morgendliche Tau sorgt für die Panzerbefeuchtung. Ich habe alles, was ich brauche. Nur überwintern kann ich in diesem Gehege leider nicht mehr. Doch dazu später. Euer Blümchen. Bis nächste Woche. Ciao.